In der Zukunft wird der dreieine lebendige Gott diese Erde und auch das gesamte Universum, die sogenannte alte Schöpfung, auflösen, die durch den Sündenfall verunreinigte Schöpfung auflösen und ersetzen durch einen neuen Himmel und eine neue Erde, durch eine neue Schöpfung. Und auf dieser neuen Erde werden unter anderem die alttestamentarisch Gläubigen leben. Bevor er aber das tut, wird es eine finale Gerichtssituation geben, bei dem alle Menschen, die nicht geglaubt haben an den dreieinen lebendigen Gott bzw. an Jesus Christus, dem Retter der Welt, verurteilt werden zur ewigen Gottesferne, zur Hölle. Das heißt, am Ende des tausendjährigen Reiches in der Zukunft wird Gott diese Erde, diese alte Schöpfung auflösen und diesen großen weißen Thron errichten. Nicht auf dieser Erde und auch nicht auf der neuen Erde, denn die wird noch nicht da sein, sondern in der unsichtbaren Welt Gottes. Und vor diesem Thron werden alle Menschen aller Zeiten erscheinen, die nicht im sogenannten Buch des Lebens stehen. Und dort werden sie alle verurteilt zur ewigen Gottesferne. Und dennoch gibt es ein unterschiedliches Strafmaß. Wie wird dieses Gericht sein? Erstens, es wird ein Zorngericht sein. Denn der Zorn Gottes ist nicht eine emotionale, aggressive Erregung wie bei Menschen, sondern eine Verurteilung all dessen, was gegen das Wesen der Heiligkeit Gottes gerichtet ist. Das ist also die Sünde und der Ungehorsam des Menschen. Es ist ein Zorngericht. Zweitens, es wird unausweichlich sein. Kein Mensch wird die Möglichkeit haben, diesem Gericht zu entgehen. Weder durch Korruption oder sonstiges. Es ist unausweichlich. Drittens, es wird gerecht sein, denn es ist ein gerechter Gott und er wird ein gerechtes Urteil, ein gerechtes Strafmaß aussprechen. Viertens, es wird wahrhaftig sein, in Wahrheit. Gott wird als wahrhaftiger Gott basierend auf der Wahrheit dieses Strafmaß aussprechen. Fünftens, es wird ohne Ansehen der Person sein. Es ist völlig egal, ob die Person auf der Erde hochstehend war, prominent oder was auch immer. Es wird völlig unabhängig, ohne ansehende Person sein. Sechstens, es wird basierend auf den Werken sein. Die Werke der Menschen werden gerichtet werden. Das schließt auch die Gedanken und Worte mit ein. Alle Menschen werden verurteilt zu dieser Gottesferne und dennoch wird es ein unterschiedliches Strafmaß sein, gemäß dem, was die Menschen getan haben. Und dann werden diese Menschen verurteilt zur ewigen Gottesferne und dann wird Gott diesen neuen Himmel und neue Erde bereiten. Du hast jetzt noch die Möglichkeit, die Rettung durch Jesus Christus anzunehmen. Nutze die Chance noch heute, vertraue Jesus Christus, deinem Retter, und du wirst nicht vor diesem großen weißen Thron stehen müssen.